Jetzt geht's los, dann wollen wir mal. Servus! Grüezi! Und hallo! Dann wollen wir mal ganz gemütlich und entspannt fangen wir an. Schauen wir mal, was die Gäste alles noch so kann, Freunde. Let's do it! Herzlich willkommen an Bord, Freunde. Herzlich willkommen im höchsten transportablen Geodrop-Tower der Welt. Ja, wir fangen erstmal ganz gemütlich an mit 3 Metern. Dann würde ich sagen, ihr seid ab sofort auf euch allein gestellt, ne? Also, wenn ich ehrlich sein soll, von Technik habe ich eigentlich gar keine Ahnung, ne? Ich habe mich nur hier reingesetzt, weil ich eine Frau kennenlernen möchte, ne? Parship hat nicht funktioniert, man hat mir aus Siegernquellen gesagt, hier wird man verliebt sein, ne? Achtung, falls wir auch noch Singles an Bord haben, ne? Haltet mal da oben so ein bisschen Ausschau, ne? Vielleicht findet ihr sogar die Liebe eures Lebens, ne? Dann wollen wir mal. Achtung, fertig. Ganz gemütlich und entspannt fangen wir an. Schauen wir mal, was die Gäste alles aus der Gang, Freunde. Jetzt geht's los. Sweet touch the sky. Und da wären wir nun, Freunde, 40 Meter hoch über der kranken Kürbis. Dann würde ich sagen, Achtung, fertig. Es geht mit euch da oben. Einmal um den Turm mit euch. Unterm Sternenzelt, dann genießt mal ganz kurz noch die wunderschöne Aussicht da oben. Dann will ich euch jetzt mal da oben anraten, wer es da oben noch nicht getan hat. Ihr da oben mit der linken Hand den Sicherheitsbügel bitte festhalten. Auch mal der rechten Hand, das andere links mit der rechten Hand schon mal den Organspendeausweis bereithalten. Und los! Sagen, die Bügel öffnen sich dann automatisch, wenn ihr natürlich erst oben seid, ne? Jungs, wir sind noch nicht so ganz fertig, ne? Hör mal, das waren erst 40 Meter mit Bremse. Das, meine Lieben, war Kindergeburtstag bei McDonald's oder Belle Paradies bei Ikea, ne? Das, meine Lieben, waren 40 Meter mit Bremse, aber ihr habt unten an der Kasse nicht für 40 Meter bezahlt, sondern für 85 Meter und das machen wir jetzt. Achtung! Rennfrei für Runde 2, jetzt geht's ganz nach oben. Und zwar dahin, wo die Geister toben. Auf dem Highway to Hell und los! Da wären wir nun, Freunde, 85 Meter hoch über der kranken Kürbis, Freunde, der Anfang vom Ende.
Also ihr da oben seid gerade ehrlich gesagt nicht so ganz in der Hölle gelandet, ne? Also Highway to Hell passt da oben jetzt nicht so ganz, ne? Ihr da oben, ihr seid gerade nicht in der Hölle gelandet, sondern tatsächlich im Himmel. Und wenn man heutzutage in den Himmel kommt, dann wird da meist ganz andere Musik gespielt. Die perfekte Musik zum perfekten Zeitpunkt am richtigen Ort. Die Damen dürfen jetzt laut und kräftig mitsingen. Die Männer lassen es mal besser beim Summen. Achtung, wir schalten nochmal auf Stimmung.